kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu den Nachrichten bei Allgäu TV. Wir starten heute mit einem Blick zurück ins Jahr 2012. Damals im Mai kam Innenminister Joachim Herrmann ins Allgäu zum Spatenstich für die neue Nordspange in Kempten. Dabei ist er mit einem Bagger umgekippt und nur mit viel Glück ist er nur mit leichten Verletzungen davongekommen. Heute zur Eröffnung der Nordspange ist er an diesen Ort zurückgekehrt. Mehr dazu später in Kompakt. Und das sind unsere weiteren Themen. Aus für Intersky. Allgäu Airport verliert innerdeutsche Flüge. Start der Memminger Gesundheitstage. Themen reichen von Geburt über Ernährung bis Sterbehilfe. Und wie der Vater, so der Sohn. Franz und Luca Engstler sind Rennfahrer aus Leidenschaft. Die österreichische Airline Intersky steht vor dem Aus. Gestern Abend hat das Unternehmen den Flugbetrieb eingestellt. Die Intersky-Flugzeuge waren geleast. Wegen überfälliger Leasingraten hat der Leasinggeber die Maschinen gestern aus dem Verkehr gezogen. Von Düsseldorf, Hamburg und Berlin konnten die Flieger am Abend nicht an den Bodensee zurückkehren. Das Ende des Flugbetriebs bedeutet auch das Aus für alle innerdeutschen Flüge vom Allgäu Airport. Am Allgäu Airport herrscht heute Mittag reger Ferienbetrieb. Nur die Schalter von Intersky sind verwaist. Flug 312 nach Berlin fällt heute aus, wie alle anderen Flüge der österreichischen Regionalairline. Nichts geht mehr, auch für diesen Geschäftsreisenden. Werner Martin hat gerade am Check-in erst erfahren, dass sein Flug nach Berlin ausfällt. Jetzt sucht er Rat am Infoschalter. Auch der Flughafen hat erst gestern Abend vom Ende der Intersky erfahren. Ja, es kam in der Tat auch für uns sehr, sehr kurzfristig. Wir haben gestern Abend dann eben auch die Information erhalten, dass der Flugbetrieb eingestellt ist und haben entsprechend dann heute Morgen schon alles vorbereitet, um dann die Gäste, die heute Mittag dann jetzt hier um kurz vor eins geflogen wären nach Berlin und Hamburg, entsprechend zu informieren, haben dann gestern Abend noch auch auf der Homepage eben eingestellt, dass die Flüge gestrichen sind, sodass die Gäste eben auch von unserer Seite, von Flughafenseite, möglichst zusätzlich auch Informationen bekommen. Mehr als informieren und Bahnfahrpläne raussuchen kann der Flughafen freilich auch nicht. Für Werner Martin ging es mit dem Auto zurück nach Ulm und dann mit der Bahn an die Spree. Berlin, Hamburg, Köln, Bonn. Der Allgäu Airport hat auf einen Schlag alle innerdeutschen Verbindungen verloren. Das bedeutet einen Verlust von rund 6.000 Passagieren bis Jahresende. Also daraus sehen Sie, dass Intersky über das Jahr gesehen bei uns sich eben mit einer Größenordnung von ungefähr 30.000, 35.000 Passagiere bezogen auf 860.000 Passagiere eher einen kleineren Anteil hatte am Volumen und somit eben sich auch wirtschaftlich bei uns auch nur zu diesem kleinen Teil auswirkt. Intersky war nicht der erste Anbieter, der sich mit innerdeutschen Flügen ab Memmingen versuchte. Es ist noch kein Jahr her, dass sich Germanwings aus dem Allgäu zurückgezogen hat. Und auch Intersky konnte die Expansion im Allgäu offenbar nicht aus der Verlustzone führen. Erst letzte Woche gab die Airline bekannt, die Flüge ab Memmingen wieder zu reduzieren. Fehlt am Allgäu Airport ganz einfach die Nachfrage nach innerdeutschen Flügen? Dass Intersky leider in die Insolvenz gegangen ist, hat sicher mit dem Allgäu Airport und mit der Nachfrage nichts Maßgebliches zu tun. Das sind insgesamt Bedingungen. Was die Problematik der innerdeutschen Flüge ist, so hoffe ich, dass, wie gesagt, nach dem Ausbau es möglich sein wird, dass eine Fluggesellschaft auch mit größeren Flugzeugen beständig und nachhaltig fliegt. Wie gut die Chancen dafür stehen, eine neue Airline für die Verbindungen zu finden? Am Allgäu Airport ist man sich bewusst, dass das nicht leicht wird. Man werde es versuchen, aber es werde auf jeden Fall viel Zeit und Geduld brauchen. Das Problem? Die Angebotsvielfalt an Fluggesellschaften, die früher innerdeutsch geflogen sind, die ist erschreckend gering geworden. Es gibt hier nur noch das Lufthansa-Lager mit Germanwings, Eurowings jetzt neu und auf der anderen Seite Air Berlin. Und dazwischen gibt es jetzt, nachdem Intersky jetzt auch aufgehört hat, eigentlich keine Nische mehr, wo noch eine andere Airline operiert. Insofern für die Flughäfen sehr schwierig, hier zu verhandeln oder Partner zu finden.
Ob InterSky wieder Flüge wird, ist derzeit unklar. Die Airline teilte heute mit, dass alle Verhandlungen mit möglichen Investoren gescheitert sind. Montag stellt das Unternehmen einen Insolvenzantrag. Wir bleiben natürlich dran an dieser Geschichte. Jetzt machen wir eine kurze Pause und danach erfahren wir von einem sympathischen jungen Mann aus Wickensbach etwas mehr über seine ganz große Leidenschaft. Nun habe auch ich mich lasern lassen. Natürlich war Weilheim dafür die erste Adresse. Ein bisschen Neugierde war für mich als Augenlaserarzt ja schon dabei, weil ich schon immer mal wissen wollte, was die Patienten unter dem Laser so empfinden. Mit unserer SPK-LASIK war es ein schmerzfreies, schnelles Wiederscharfsehen. Bilder dazu sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal oder auf einem unserer Infoabende. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Wer auf seine Gesundheit achtet, informiert sich. Die Stadt, das Klinikum und die AOK Memmingen Unterallgäu laden Sie ein zu den 15. Memminger Gesundheitstagen. Rund 70 Aussteller bieten ein vielseitiges Programm zum Leitthema Gesundheit in besten Händen. Mit Beratungen und Vorführungen sowie Fachvorträgen von Medizinern und Gesundheitsexperten. Die Memminger Gesundheitstage vom 6. bis 8. November in der Stadthalle Memmingen. Der Eintritt ist frei. Informationen unter memmingen.de. Was ist jetzt richtig und was ist falsch? In Aktien einsteigen? Aus allem aussteigen? Erstmal nichts tun? Oder besser schnell alles tun? Ist Sparen nur noch Silber? Sind Schulden das neue Gold? Und morgen? Was ist eigentlich morgen? Anspruchsvolle Fragen verdienen anspruchsvolle Antworten. Erleben Sie Beratung wie nie zuvor. Das Hypovereinsbank Finanzkonzept. Scharfsehen ohne Brille. Kostenloser Infoabend vom Augenversorgungszentrum Weilheim. Am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im Hotel Peterhof in Kempten. Dr. Pfeffel und Dr. Zenk informieren Sie über die modernste Technik der Augenlaserbehandlung. Vollständig Laser- und computergesteuert. Der Alpenrausch ist zurück. Abfeiern, zusammenrücken und kuscheln ist angesagt. Mit echten Trendhits von DJ Ivan und einem Freibier für die ersten 100 Gäste in Tracht. Coole Erinnerungen gibt's mit der Griersti Alp und natürlich den Artikeln aus der aktuellen Griersti Kollektion. Unter anderem das legendäre Griersti Tattoo für den Dirndl-Ausschnitt. Und das sind die Meldungen vom 6. November. Die Ermittlungen gegen den ehemaligen Bad Wörishofer Bürgermeister Klaus Holleczek gehen weiter. Wie berichtet, prüft die Behörde, ob gegen den heutigen Landtagsabgeordneten Anklage erhoben wird oder nicht. Ihm wird vorgeworfen, der Therme bei den Fremdenverkehrsbeiträgen Vorteile verschafft zu haben. Allerdings dauern die Ermittlungen länger an als gedacht. Bis wann sie abgeschlossen sein werden, ist bislang noch nicht klar. Nach knapp 4 Jahren Bauzeit ist heute die Nordspange in Kempten eröffnet worden. Die 1,5 Kilometer lange Straße soll die Innenstadt vom Verkehr entlasten und für schnellere Verbindungen im Kemptener Norden sorgen. Sie wird Umgehungsverkehr verhindern, der bisher beispielsweise über den Berliner Platz laufen musste. Und zum anderen ist es natürlich auch eine wichtige Verbindung für den überregionalen Verkehr, für das überregionale Straßennetz. Die Baukosten für die neue Nordspange liegen bei rund 13 Millionen Euro. Einen ausführlichen Bericht zur Verkehrsfreigabe und der Kritik an der Straße sehen Sie am Montag bei uns in der Sendung. In Isny wird am Sonntag wieder der erste Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Rainer Magenreuter stellt sich wieder zur Wahl. Aussichtsreichster Herausforderer ist der Schlagersänger Peter Rist. Er stammt aus Isny und hat bereits Verwaltungserfahrung. Er war unter anderem Kämmerer in Isny und Finanzbürgermeister in Reutlingen. Als dritter Kandidat steht Michael Eckert auf dem Wahlzettel. Er stammt aus Hannover und will als Vertreter der Nein-Partei ein Anlaufpunkt für Protestwähler sein. Auch im Ostallgäuer Aitrang sind die Bürger dazu aufgerufen, zur Wahlurne zu gehen. In einem Bürgerentscheid geht es um die Breite einer Bahnbrücke. In der Memminger Stadthalle sind heute die letzten Vorbereitungen für die Gesundheitstage getroffen worden. In den kommenden beiden Tagen stellen hier 70 verschiedene Aussteller aus. Die Themen reichen von gesunder Ernährung bis zur assistierten Sterbehilfe. Zusätzlich zu den Messeständen finden dieses Wochenende über 30 Vorträge statt. Eine beliebte Informationsquelle für Jung und Alt.
Also die 15. Memminger Gesundheitstage sind ja bei Stadt- und Landbevölkerung sehr beliebt und erfreuen sich großen Zuspruch. Einfach deshalb, weil sie ein breites Bild sämtlicher Gesundheitsangebote in Stadt und Land bekommen. Ganz maßgeblich dabei sind auch unser Klinikum Memmingen, das mit einem ganz besonderen Modell des Herzens heute überrascht und auch ein Mitveranstalter ist seit 1985. Außerdem informiert das Klinikum Memmingen rund um das Thema Geburt. Insgesamt erwarten die Veranstalter mehr als 10.000 Besucher. Der Eintritt ist an beiden Messetagen frei. Soweit die Meldungen vom 6. November und jetzt sind wir gespannt aufs Wochenendwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. 50 Jahre böckstarke Möbel in Kempten-St. Mang. Möbel Böck, ein Haus voller Wohnideen. In der heutigen Nacht ziehen dichte Wolkenfelder durch das Allgäu. Die Sterne sind dadurch kaum zu sehen. Nur im Oberallgäu kann es vereinzelt etwas aufklaren. Die Temperaturen bewegen sich um die 10-Grad-Marke. Morgen Vormittag bleibt es stark bewölkt, aber trocken. Die Werte steigen allerdings bereits auf warme 14 bis 18 Grad. In der zweiten Tageshälfte lockern die Wolken dann etwas auf. Größtenteils erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken, bei Höchstwerten knapp unterhalb der 20-Grad-Marke. Nur im nördlichen Ostallgäu kann sich die Sonne nicht durchsetzen. Das Allgäuer Bergwetter ist ebenfalls wolkig. Auf dem Tegelberg, dem Hochgrat und dem Gründen behauptet sich die Sonne nur selten. Die Spitzenwerte liegen zwischen 9 und 15 Grad. Die kommenden Tage bringen weiterhin einige Wolkenschleier in die Region. Am Sonntag wird es noch sehr sonnig, bei Werten bis zu 18 Grad. Der Montag und der Dienstag versprechen dann mehr Wolken und maximal 15 Grad. Wenn ein 15-Jähriger mit bis zu 240 Stundenkilometern über den Asphalt rast, dann ist das schon etwas Besonderes. Es ist das ungewöhnliche Hobby von Luca Engstler aus Wickensbach. Er ist Rennfahrer in der Formel 4, einer Nachwuchsrennserie. Die Leidenschaft zum Motorsport wurde dem Schüler quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater Franz Engstler ist selbst seit Jahrzehnten im Rennsport aktiv. Mit uns hat Luca nun über seine Leidenschaft gesprochen. Ja, also ich habe die Liebe zum Rennsport entdeckt durch meinen Vater und durch meine Mutter. Also ich war von klein auf jeden Tag, also nicht jeden Tag, bei jedem Rennen dabei, bei meinem Vater im Wohnmobil. Und ja, da hat es eigentlich nichts anderes gegeben wie Motorsport und ja, so bin ich zum Motorsport gekommen. Also was mich fasziniert, ist die Geschwindigkeit und ja, in einer Runde im Qualifying muss alles passen. Und um das alles auf den Punkt zu bringen, ja, deswegen liebe ich den Motorsport. Also mein Vater ist mein Vorbild und ja, ich kann so viel von ihm lernen, weil er einfach so viel Erfahrung hat. Und das hilft mir halt enorm, wenn er auch draußen auf der Strecke steht und mir sagt, hey, da, mach das anders oder das hast du gut gemacht. Und er unterstützt mich, indem er mich an Tagen, wo es nicht so gut lief, wo wir Unfälle hatten, dass er mich wieder aufbaut und sagt, hey, komm, das greifen wir dann an, das kriegen wir zusammen wieder hin und das hilft mir halt am meisten. Also nach dem Rennen ist erstmal wichtig, dass das Auto wieder sauber gemacht wird, dass Ölspulen, dass alles weggewischt wird und ja, einfach gucken, ob alles beim Alten ist, nirgendwo irgendwelche Risse sind oder so. Und das kontrollieren wir dann danach immer. Und wir haben die Daten ausgelesen. Das ist mit das Wichtigste für mich, weil man kann erkennen oder man sieht anhand von den Daten, dass was ich im Auto mache, wie ich ans Gas gehe, wie ich bremse, wie schnell wir fahren.
Und das hilft mir halt, weil mein Vater hat so viel Erfahrung. Er kann mir dann sagen, hey, da ein bisschen später bremsen oder ein bisschen langsamer in die Kurve rein und dafür früher ans Gas und den Schwung auf die Gerade mitnehmen. Und ja, das sieht man auf den Daten und das hilft mir halt als Fahrer enorm. Ja, ist sehr schwierig, das alles mit der Schule zu vereinbaren, weil ich viele Fehltage habe, Tests unter der Woche oder die Rennen, wenn man dann am Mittwoch schon losfährt. Aber ja, ich bin immer noch der Meinung, wenn man den Willen hat, den ich habe, den Motorsport zu betreiben, dann kriegt man das hin. Und bisher hat es gut geklappt. Der Deal war mit meinem Vater, wenn die Noten gut sind, dann gehen wir viel testen und viel fahren. Ja, und deswegen setze ich alles dran, dass die Schule läuft, dass wir dann wieder viel auf Rennstrecken fahren können. Also das ist jetzt das erste Jahr in der Formel 4. Die ist eine neu gegründete Nachwuchsserie. Ist dann doch schon nochmal eine andere Nummer wie im Kartsport und so viele Autos und alles so groß. Und dann, wenn die Ampeln angingen, ist man natürlich nervös, aber man hofft einfach, dass man keinen Fehler macht. Und das schönste Erlebnis war eigentlich das letzte Rennen, auch wenn es von Unfällen leider mit eine große Rolle gespielt haben, die Unfälle. Aber einfach zu sehen, dass wir aus eigener Kraft mit den Jungs vorne mitfahren können, dass wir gute Zeiten gefahren sind und ja, dass sich das Auto gut angefühlt hat, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe und ja, auf Platz 10 mitfahren konnte und kämpfen konnte, um vorne mitzufahren. Ich finde es super, ich könnte mir keine bessere Rennserie vorstellen, weil ich kann so viel lernen von den Jungs, die schon Erfahrung haben. Und ja, auch wenn viele sagen, ja, ist schwierig mit den vielen Startern und aufpassen mit Unfällen, aber ich denke, in so einer Rennserie lernt man dann erst richtig das Fahren, wenn dann mal wirklich 35 Autos in die erste Kurve fahren. Ich bin super zufrieden, wir haben alle zusammen einen guten Job gemacht und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Mein Ziel ist wieder Spaß haben, so wie es dieses Jahr war, aber ja, jetzt ist der sogenannte Welpenschutz weg mit dem ersten Jahr. Jetzt komme ich ins zweite Jahr und jetzt müssen Ergebnisse kommen und die versuche ich abzuliefern. Was der Vater von Luca Engstler derzeit für Pläne verfolgt, das erzählt er uns gleich nach einer kurzen Pause. Babywelt Gersthofen, das Paradies für Mütter, Babys und Kinder. Bei uns finden Sie über 50 komplett eingerichtete Baby- und Kinderzimmer, die besten Autokindersitze, Kinderwagen und Buggys auf 5000 Quadratmetern. Babywelt Gersthofen, mit einer Riesenauswahl und babyleicht zu finden. Besuchen Sie uns im Heripark Gersthofen bei Augsburg, direkt an der A8 Ausfahrt Augsburg-West. So geht größer, so geht günstiger. Über 1100 Markenhersteller und über 350 Premium-Marken. Kostenlose Lieferung und Montage und über 500.000 Artikel bevorratet. Mehr als 1200 Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch bei Möbel Inhofer, Europas größte Wohnwelt. Nur in Senden. Möbel Inhofer ist in! Im Büromarkt Bohlinger im Kemptner Eibühlweg findet man praktisch alles, was irgendwie mit Papier und Stift zu tun hat. Wir bieten unseren Kunden ein reichhaltiges Sortiment für die verschiedensten Bereiche, vom Bürobedarf über den Schulbedarf, über Schulartikel bis hin zum Bastelbereich. Beim Thema Schule und Schulbedarf ist man bei Bohlinger besonders gut aufgestellt. Und das nicht nur zum Beginn des Schuljahres. Wir verkaufen das ganze Jahr Schulranzen und natürlich auch Schulrucksäcke. Die Hauptsaison für Schulranzen, für die Anfängerranzen, liegt eigentlich Ende Januar bis über Ostern hinaus, bis ins Frühjahr rein. Ein besonderes Markenzeichen ist hier die individuelle Beratung. Das ist Gerhard Bohlinger sehr wichtig und es ist auch wichtig, zum Beispiel beim Füllerkauf. Wir legen ganz großen Wert auf Beratung. Das heißt, jedes Kind, jeder Jugendliche oder auch jeder Erwachsene, der heute einen Schulfüller bei uns kaufen will, kann diesen Füller testen, bis wir das richtige Modell gefunden haben, bis wir die richtige Federstärke gefunden haben. Egal, ob es sich um einen Linkshänderfüller oder für einen Rechtshänder
abhandelt. Aber auch wer keinen Füller sucht, wird hier fündig. Büro, Schule, Bastelbedarf. Hier gibt's eigentlich für jeden alles. Den Wiggensbacher Formel-4-Fahrer Luca Engstler haben wir ja nun etwas näher kennengelernt. Mein Kollege Sebastian Zausch hat jetzt seinen Vater, Franz Engstler, im Nachgefragt-Studio. Der ehemalige Rennfahrer plant nämlich eine eigene Rennserie. Und bei mir im Studio ist jetzt Franz Engstler, Rennfahrer aus Wiggensbach. Wir haben gerade Ihren Sohn Luca gesehen. Sie selber schauen auf eine lange Rennfahrerkarriere zurück. Wenn Sie Ihren Sohn sehen, sind Sie da stolz? Ja, selbstverständlich. Gar keine Frage. Ich habe Gott sei Dank die Chance bekommen, über 30 Jahre mein Hobby zum Beruf zu machen, was wirklich traumhaft ist. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und wenn jetzt mein Sohn das Ganze weiterträgt und ich sehe sein Engagement und sein Ehrgeiz, das macht einen selbstverständlich stolz und ja, gibt einfach eine ganz tolle Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ist da ein bisschen Demut dabei? Nee, eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass man einfach sagen muss, jetzt ist die aktive Zeit vorbei und das ist einfach eine ganz neue Herausforderung. Aber ich stelle immer wieder fest, dass wir ein tolles, mehr kumpelhaftes Verhalten haben und auch Beziehung haben, was mich schon freut und wichtig ist, dass ich einfach spüre, er will es unbedingt, er bringt allen Ehrgeiz, allen Fleiß mit ein und das macht mich schon richtig stolz, keine Frage. Sie selbst sind letztes Jahr bei der WTCC ausgestiegen als Weltmeister. Was haben Sie seitdem gemacht? Gut, ich habe natürlich meine Erfahrungen ein bisschen mit eingebracht, die ganzen Tests und die ganzen Aufbauarbeiten mit dem neuen Fahrzeug, mit dem Golf 7, das wir jetzt in der TCR international einsetzen, um einfach doch, denke ich, meine langjährige Erfahrung dort einzubringen. Und die zweite große Herausforderung war das Startjahr mit dem Luca in der Formel 4, was ein unglaublich hohes Level darstellt. Und natürlich auch für uns als Team mit dem neuen Formel-Team, mit dem neuen Fahrzeug schon eine riesen Herausforderung war. Wie viel Franz Engstler steckt da beim Luca drin? Kann ich nicht sagen. Ich denke einfach, jeder muss seinen eigenen Charakter werden. Ich möchte jetzt nicht, dass er eine Kopie von mir wird, sondern mir ist ganz wichtig, dass er sich selber entwickelt, dass er seinen eigenen Charakter ausbaut und vor allem, dass er ja, seinen eigenen Sport, seine eigenen Ziele setzt. Er muss Luca sein, keine Kopie von Franz Engstler. Mhm. Sie selbst starten jetzt in der nächsten Saison eine eigene Rennserie zusammen mit dem ADAC. Die Kontakte sind schon lange da, aber wie ist die Idee entstanden? Wie kam es dazu? Ja gut, wir haben ja nach dem Ausstieg aus der WTCC haben wir uns überlegt, was können wir machen, was braucht der nationale Motorsport und da sind wir ganz schnell auf die Lösung gekommen. Die neue Rennserie TCR bietet für uns absolut Top-Tourenwagensport mit finanzierbaren Rennfahrzeugen. Und somit habe ich mir rechtzeitig die Lizenzrechte für TCR Germany sichern lassen. Und sind jetzt relativ schnell mit vernünftigen Vereinbarungen im ADAC zurande gekommen. Mit der ADAC GT Masters haben wir die absolut Top-Plattform in Deutschland. Und ich denke, dass wir mit der Formel 4, mit GT3-Autos und jetzt noch mit der TCR-Tourenwagen absolut tolle Events bieten können und für uns natürlich super Präsentation mit dem Tourenwagensport bietet. Was ist das Besondere an dieser TCR? Was unterscheidet sie von anderen Rennserien? Ich glaube einfach, das ist der typische Tourenwagensport. Wir brauchen wieder extreme Zweikämpfe an der Strecke. Wir brauchen wieder richtig ehrgeizige junge Fahrer, die sich dort einbringen, die auch vielleicht der ein oder andere Fehler machen, aber einfach wieder tollen Tourenwagensport, wo richtige Zweikämpfe stattfinden. Und das bietet natürlich speziell mit den Fahrzeugen eine super Basis, denn es darf nicht sein, wenn dir heute am Auto ein kleiner Flap wegfliegt, dass das Auto dann unfahrbar wird. Sondern der Zuschauer, der will einfach sehen, dass teilweise 3, 4 Fahrzeuge in der Kurve reinfahren, dass sie sich auch mal berühren. Und das ist der Reiz vom Tourenwagensport. Mhm. Sie selber haben gesagt, fahren nicht mehr mit. Die aktive Karriere ist sozusagen beendet. Werden Sie selber denn einen Rennstall stellen bei dieser TCR?
Ja, selbstverständlich. Ich habe mich natürlich ganz stark in der Juniorförderung verschrieben, weil ich sage, die Chance, die ich bekommen habe, möchte ich vielleicht anderen jungen Fahrern auch bieten und meine ganze Erfahrung einbringen. Das heißt, wir werden ein eigenes Junior-Team machen in Zusammenarbeit mit dem ADAC. Das heißt, es gibt sogenannte Stiftungsfahrer, Förderfahrer vom ADAC, die mir dann betreuen und vor allem dann auch einen realistischen Aufstieg und Karriere im Tourenwagensport bieten können. Das heißt, sie können in der TCR Germany anfangen, sich die ersten Erfahrungen sammeln, auch die ersten Hörner abstoßen und dann können sie in unserem Rennstall in die TCR international wechseln oder in Europa Cup. Das heißt, wir sind in allen Rennserien vertreten. Wir sind mit dem eigenen Rennstall in der TCR Germany, in der Europameisterschaft und in der Weltmeisterschaft, das heißt in der TCR international. Perspektivisch vielleicht auch mal was für den Luca? Selbstverständlich. Also ich denke, man muss wirklich ein bisschen von dem Formel-1-Wahn wegkommen, um die Chance in die Formel 1 zu bekommen. Da müssen 1000 Faktoren zum richtigen Zeitpunkt alle zusammentreffen. Also ich glaube, da bin ich durch meine langjährige Erfahrung Realist genug und sage, okay, wenn er theoretisch in der Formel 3 kein Förderfahrer von Ferrari oder Red Bull wird, dann geht für mich ganz klar der Weg in die Tourenwagen. Und ich meine, es ist ja nicht abwertend zu sagen, okay, ist eine Notlösung nur ein Tourenwagensport. Nee, wir haben superklasse Sport. Ich habe so viele Jahre mit BMW gearbeitet. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und wie gesagt, wenn jemand die Chance bekommt, dort einen Werksfahrervertrag zu bekommen, sich weiterzuentwickeln, ja, was gibt Schöneres? Mhm. Wann wird es mit der TCR Germany losgehen? Wie viele Fahrer, wie groß muss ich mir das Ganze vorstellen? Wie viele Fahrer wird es da geben, die gegeneinander antreten? Kann man das sagen? Also ich denke oder vermute, dass wir irgendwo um die 28 Autos an Start bekommen. Es ist im Moment ein bisschen schwierig. Es gibt noch keine Erfahrungswerte. Wir fangen wirklich von null an. Aber mit den letzten Präsentationen in Hockenheim und jetzt auch in Brüssel haben wir eine Präsentation gehabt, haben wir unglaublich hohe Resonanz erlebt. Das heißt, viele Teams haben sich interessiert, haben viele Fahrer sind interessiert daran. Wir versuchen jetzt nach Macau eigentlich unsere ganzen Fahrerverträge fix zu haben. Und ich denke, dass wir ein sehr hohes Level an super Qualität der Fahrer an den Start bekommen. Und was ich fühlen oder Feedback bekommen habe, ist einfach auch, dass richtig tolle und professionelle Teams an den Start kommen. Und da freut es mich riesig. Das ist eine ganz neue Herausforderung für uns und für die ganze Mannschaft bei uns. Aber alle sind bis unter die Fingernägel wirklich motiviert und richtig heiß, dass das jetzt in 2016 so kurzfristig schon zum Laufen kommt. Wann genau geht's los? Gibt es da schon einen Rennkalender? Geplant ist der 16. April in Oschersleben und wenn sich jetzt am Formel-1-Kalender nicht mehr zu viel ändert, dann denke ich, wird das der Auftakt sein in Oschersleben. Frank Engstler, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche viel Erfolg für die neue Rennserie und gebe zurück ins Nachrichtenstudio. Dankeschön. Ganz vielen Dank, Sebastian Zausch. Das war's von uns für heute. Morgen sehen wir uns wieder zum Wochenrückblick bei Allgäu TV und am Montag begrüßt Sie Boris Weltermann an dieser Stelle zu den Allgäu TV Nachrichten. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.